Elizabeth Clare Prophet, noted author, lecturer, and educator, interviews the special people who provide the missing dimension to the news that affects you. Courageous men and women from all over the world who have taken a stand for truth and justice and become spokesmen for the flame of freedom. Who have said, I will never give up. I will never turn back. I will never submit. Welcome to Summit University Forum, where the flame of freedom speaks. Today our guests are Dr. and Mrs. Peter Theiss from Hamburg Saar, West Germany, and Frau Maria Treben from Grieskirchen, Austria. We've come to discuss herbs, and we have with us specialists in that field. Dr. and Mrs. Theiss have founded NatureWorks specifically for the preparation and dissemination to the world of nature's most precious elements, herbs given to us for healing. Dr. Theiss has a degree in pharmacology from the University of Munich and another from the Max Planck Institute. And Barbara, a degree in Munich in chiropractic and naturopath. Maria Treben is world-renowned for her wonderful book, Health Through God's Pharmacy. The magnificent work that she has written comes from her heart, based on faith and works. It shows the remedies whereby we can heal ourselves through herbs handed down from Paracelsus. And these remedies, tried and proven throughout Europe, have made her renowned through the sale of 4 million copies of this book and through a real and living faith and in the action that she has accomplished in healing. She has come to us today with her family from Austria, specifically to be with us here at Summit University Forum. Peter and Barbara and Maria, God bless you and welcome. Thank you and welcome. Frau Treben, please tell us where your interest in study of herbs began. Frau Treben, sagen Sie uns bitte, wo Ihr Interesse und Ihr Studium von Kräutern angefangen hat. Eigentlich von klein auf. Mein Vater hatte einen Freund und das war ein Oberförster. Und dieser alte Herr hatte so einen Gefallen an mir gefunden. Da war ich damals 2 Jahre alt. Und durch ihn habe ich alle Pflanzen kennengelernt, die bei uns so gewachsen sind. Actually, it started in my childhood. There was a friend of my father. He introduced me into the world of herbs. And he liked me a lot and he showed me around all the time. Even it started when I was 2 years old. Und dann später, wie ich erwachsen war, also 1970, da kam ich in eine Großstadt und wollte eigentlich dort gar nicht hinfahren. Mein Mann hat mich immer dazu gedrängt, dass ich mitfahre. Und ich habe es abgelehnt, ich wollte nicht. Und er hat mich so lange gedrängt, bis ich also wirklich mitgefahren bin. In 1970, my husband urged me to go with him into a big town. I really didn't want to go there, but he urged me very much to come with him this time. Und ich komme in ein Haus zu Bekannten und da steht an der Kredenz gelehnt ein altes Muttergottesbild. I came into this house of friends in this town and there was at a cupboard in this kitchen was standing this Mother Mary picture. Und ich frage, was ist das für ein wunderbares Bild? Und sie sagt, wunderbar, dieses Bild ist 30 Jahre auf einem Dachboden gelegen, vollkommen verschmutzt. Und ich sage, trotzdem sieht man, dass es ein alter Meister ist. I told her, what is this, what a wonderful picture is this? And this lady told me, what, this is not a beautiful picture, it's very old. It has been standing around for 30 years now. And I said, but yet you can see at the first glance, it's a very beautiful picture. Und sie sagt, wenn du jetzt nicht hereingekommen wärst, wäre das Bild schon im Ofen. Den Rahmen hat mein Mann gestern zerhackt und heute sollte das Bild verbrannt werden. She says, if you wouldn't have come in the door now, it would already be burning in the fireplace. My husband has
cut into pieces the frame already yesterday. Und ich sage, du bist nicht normal. Das sieht ein jeder. Jedes Kind sieht das, dass das ein alter Meister ist. I told her, you are not normal. Everybody can see that this is a very old picture, a very precious picture. Und sie sagt, nimm dir's mit. Und ich sage, nein, das nehme ich mir nicht mit, weil das ist eine große Kostbarkeit. Und sie sagt, wenn du nicht hereingekommen bist, wäre es schon im Ofen, also nimm es dir mit. And she says, well, take it if you like it. And I say, no, it's too precious. No, she says, you have to take it. If you wouldn't have come in, it would be already be burning. Und ich nehme es mir mit und trage es zu einem Restaurateur. Der hat sich zuerst einmal gesetzt und hat gesagt, Frau Treben, wo haben Sie dieses herrliche Bild her? Und dann hat sich herausgestellt, dass das ein Guido Reni ist, aus dem Jahre 1476. So finally I took it with me and I brought it to a restaurateur of pictures and he was very surprised about the beauty of the picture and it showed up finally that it was a Guido Reni from the year 1496. Und das Bild abgeholt habe, sagte der Mann so, und jetzt suchen Sie sich einen schönen Rahmen aus, der hat Antiquitäten dort gehabt. Und da suche ich mir einen schlichten goldenen Rahmen, das hat auf den Millimeter gepasst. Und dann sagt er so, und jetzt geben Sie mir kein Geld, das soll Ihnen unentgeltlich in die Hände fallen. When I came back to pick it up when it was restored, the master told me, you should pick a frame now for your picture. And so I choose a simple golden frame, and he told me you should not pay a penny for it. It should, this picture must be in your hands without any payment. Die Größe 55 mal 70, und das Bild kam in unser Haus, und von diesem Tag an war es anders im Haus. This picture came into my house finally, and from that day on, everything was changed. Da bekam ich, erfuhr ich von ganz schweren Erkrankungen und ich habe genau gewusst, was ich sagen soll, welche Kräuter man nimmt, wie man das alles macht. Und ich war selbst täglich so überrascht. Wieso komme ich dazu, das alles zu wissen? I was confronted suddenly with very difficult diseases. People came upon me and asked me for help. And every day I knew, I was astonished myself because I didn't know how I knew all these things. All of a sudden I knew what to tell them and what they should do, and I knew exactly what the proper recommendation for these people was. Und so komme ich zu den Kräutern. Das ist alles von oben auf mich zugekommen. And your mother also was a student of Abbe Kneipp, who said, for every illness there is a plant for every illness. Und ihre Mutter war auch eine Anhängerin von Pfarrer Kneipp, der gesagt hat, es gibt ein Kraut für jede Krankheit. So war es. Und außerdem bin ich von klein auf in dieser Atmosphäre groß geworden. Yes, that's true. And also, from my childhood on, I was raised up and lived in this natural environment. Meine Eltern haben nicht erlaubt, dass ich Medikamente bekomme, wenn ich krank war. Sie haben den Arzt geholt, aber sie haben immer gesagt, unsere Kinder bekommen keine Medikamente. My parents never allowed me to take any medications. My parents called the doctor, but they never gave me any. All the children gave any medications, they just applied their herbs. Und so bin ich eigentlich ohne Medikamente aufgewachsen. Ich habe mein ganzes Leben noch keine Medikamente genommen. I have never ever taken any medications in my life. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll, wenn zum Beispiel ganz schwer Kranke kommen und ich weiß nicht mehr, was man da machen könnte. Da gehe ich zur Mutter Gottes. Und wenn I don't know if I can tell that, but if there are very, very sick people that come to me, I go to Mother Mary. Und wenn ich die Hände zu ihr erhebe, mich natürlich niederknie, da spüre ich in den Händen genau, ob ich helfen kann oder nicht. And when I raise my hands towards her picture in kneeling, I feel exactly
whether I can help this person or not. Da kam einmal ein kleiner Junge, 6 Jahre alt, aus Germany. Der hatte Leukämie. Die Ärzte haben ihm nur noch 6 Tage gegeben. There was once coming a little boy, 6 years old, from Germany. He had leukemia, and the doctors gave him only 6 more days to live. Und das Kind konnte nicht mehr essen und nicht mehr trinken, hat nichts mehr vertragen. The child couldn't eat anymore or drink anymore, couldn't take anything anymore. Und durch die Chemotherapie kein Haar mehr am Kopf und furchtbar schwarze Augenringe. Und wie ich mir das Kind anschaue, sage ich, komm Peter, gehen wir zu Mutter Gottes. The boy had no hair on his head because of all the chemotherapy he was given, and he had very dark rings around his eyes. And so I took him at his hand and told him, come Peter, we go to Mother Mary. Und so knien wir uns beide nieder vor dem Bild. Und wie ich die Hände falte, spüre ich diese heiße Welle in den Händen. Und ich stehe auf und lege beide Hände auf seinen Kopf und sage, Peter, die Mutter Gottes wird dich gesund machen. So we both knelt before Mary, and immediately when I raised my hands, I felt this ray in my hands. And I raised and laid my hand on his head and told him, little Peter, Mary will help you. Es war Anfang November und es ist mir dann sofort eingefallen, was das Kind tun sollte, und zwar Thymianbäder. Und diese Thymianbäder haben einfach das Kind über den Berg gebracht. Und Ende November war es schon ein normales Blutbild. That was in the beginning of November, and I suddenly knew what this child had to do. It was I recommended a time bath, and then at the end of November the blood analysis was. Und Weihnachten fine. War das Kind schon so weit, dass die Ärzte einfach nicht gewusst haben, was sie sich denken sollen. At Christmas, the doctors didn't know what happened. Das sind jetzt 6 Jahre, das Kind ist gesund und lebt. Alle halbe Jahre wird das Kind klinisch untersucht. This was only a bath in thyme, in thyme, the herb thyme. Nothing else was administered. War das nur, wurde das Kind nur geheilt mit Thymianbädern? Oder noch was anderes? Die Thymianbäder haben dem Kind einen Aufschwung gegeben, sodass das Kind dann den Tee vertragen hat und langsam zum Essen begann. Und durch die Bäder, durch den Tee, der unter Leukämie in meinem Buch steht, ist das Kind dann gesund geworden. Der Thymian hat ihm nur den Aufschwung, den gesundheitlichen Aufschwung gebracht. The time bath gave back the vitality and the elan to the child, and then it was strong enough. He was strong enough to take the tea mixture that is in my book described as under leukemia. And what is the tea that was given? What were the herbs given in the tea for leukemia? Was war das für ein Tee für Leukämie? Ich kann ihn nicht mehr auswendig. Er steht im Buch. I don't know by heart. It's a big recipe. It's a big formula of many different herbs. I think we should tell you that in this book, Health Through God's Pharmacy, Maria Traben has listed the remedies for many, many illnesses. This is the case of a 6-year-old boy with leukemia. If you're interested in treating leukemia with herbs, with or without, or including what you are doing otherwise, you look under leukemia and you find reference to it. And on page 79, we should find the combination of herbs. Now, this is why this book is so important. The tea mixture listed now under leukemia is calamus root tea, Swedish bitters as a compress, horsetail poultice, and you can read these. There are several sections on the cure of leukemia. So with the bathing of the child in the simple herb that you grow in your garden, thyme, the child was strengthened to the place where he could ingest the cure itself. And so it says speedwell, bedstraw, yarrow, wormwood, elder shoots, calendula, greater celandine, stinging nettle, St. John's wort, dandelion roots, and goat's beard. Now this is why 4 million households in Europe own this book. And this is why
this should replace the many medications you have in your medicine chest. I myself like to read this book for the very heart of the message of Maria Traben in discovering these cures directly from the heart of the Blessed Mother. I'd like you to tell us now what you think is the herb or a few herbs that are helpful in the overall maintenance of health in a healthy person. Ich möchte Sie gerne jetzt fragen, was Sie meinen, was Sie empfehlen für die generelle generelle Pflege der Gesundheit im Allgemeinen. Die wichtigsten Kräuter sind die Schwedenkräuter, dann ist Brennnessel, Schafgarbe, Zinnkraut und Ringelblume. Das sind die wichtigsten Kräuter. First of all, the most important herbs are Swedish herbs or Swedish bitters, and then there is horsetail, stinging nettle, yarrow, calendula. These are the most important ones. How often do you recommend taking these teas for the maintenance of health? Wie oft würden Sie sagen, soll man diese Tees nehmen, um die Gesundheit zu pflegen? Schwedenkräuter nimmt man morgens und abends je einen Teelöffel. Das heißt also, wie es in der alten Handschrift steht, da bleibt man jung, gesund und schön. Swedish bitters should be taken every morning and every evening, one teaspoon. And in the old manuscript that is in my book, it says, if you do that, you remain healthy and beautiful. Und Brennnessel? Brennnessel als blutbildend und blutreinigend. Eine Tasse im Tag, prophylaktisch. And then as a prophylaxis, you should use one cup of stinging nettle tea every day. Brennnessel, Ringelblume. Die Ringelblume, weil sie Krebs entgegenwirkend hilft. Then calendula, because it's fighting against cancer. Calendula flowers fight cancer. Calendula Blumen, Blüten sind gegen Krebs? Ja, beides, also Blüten, Stängel und Blätter. The whole herb, flowers and stems and leaves. Und sehr wichtig ist Zinnkraut, weil es die Niere durchspült und man eigentlich alle Schäden aus der Niere bekommt. Very important is also horsetail, because it flushes the kidneys and it flushes out everything that is poisonous in the kidneys. I have noticed that in some of our students, those who are not used to taking alcohol have found that they get a severe headache reaction from Swedish bitters because of the alcohol. What can we do about this? Wir haben festgestellt bei vielen unserer Studenten hier, die überhaupt nicht gewöhnt sind, Alkohol zu sich zu nehmen, dass sie ein schweres Kopfweh kriegen, wenn sie Schwedenbitter einnehmen. Was können wir denn da machen? Das wundert mich eigentlich, weil Schwedenkräuter zum Beispiel helfen, wenn ein Alkoholiker die Entwöhnungskur macht und dann rückfällig wird, dann helfen immer wieder die Schwedenkräuter, dass er bei dieser Entwöhnungskur bleiben kann, dass er nicht mehr rückfällig wird. I'm astounded because I know that alcoholics, people addicted to alcohol, find a great help in using Swedish bitters to get rid of this habit. Man kann aber auch Folgendes machen, wenn es jemand nicht innerlich verträgt. Man kann äußerlich Umschläge machen. Die äußeren Umschläge helfen zur Durchblutung des Organs. Sagen wir, man hat Beschwerden in der Leber oder in der Niere und die Umschläge dann auf Leber oder Niere gibt, so ist es eine solche Durchblutung, dass die Organe durch die äußere Anwendung der Schwedenkräuter wieder sich normalisieren. Oder if somebody cannot take them internally, they can also be applied externally. And because the Swedish herbs increase so much the circulation,
it's very helpful for different organs like the kidneys or the liver to make these compresses externally. Oder auch bei Kopfweh. Es gibt so viele Leute, die an Kopfweh leiden. Braucht man nur äußerlich einen Umschlag zu geben, ohne dass man überhaupt innerlich etwas nimmt. Or for example, in cases of headache, when people have very bad headaches, you can apply Swedish bitters externally. You don't even have to take it internally. Die Durchblutung von den Schwedenkräutern ist so großartig, dass das Kopfweh in Minuten vergeht. The increase of the circulation is so strong with Swedish bitters that the headache is gone within a few minutes. Well, what does she think would be any other cause if you take someone who hasn't had any alcohol for decades and they receive a headache like a hangover from it, a very intense headache that has lasted days sometimes? Do you think that that's rather a purging than a reaction to the alcohol? Frau Trehm, würden Sie meinen, dass wenn jemand so eine starke Reaktion hat bei Schwedenbitter, der also jahrzehntelang keinen Alkohol getrunken hat, meinen Sie, dass das mehr eine reinigende Reaktion ist, die also anzeigt, dass das eine Reinigung stattfindet? Also ich weiß es von mir, ich habe in meinem Leben nie Alkohol getrunken und hatte dann durch meine Aussiedlung aus der Heimat im Lager einen Typhus. Und dieser Typhus wurde dann eigentlich nur durch die Schwedenkräuter geheilt, aber ich habe es äußerlich angewendet als Umschläge. Well, I know for myself, I was a person who never drank any alcohol all my life. And when I fled from my home country when I was young, I got a very bad typhoid fever. And actually this typhoid fever was only cured by Swedish herbs, Swedish bitters. Es kann nämlich sein, wenn man gegen Alkohol eine Aversion hat, dass man tatsächlich es innerlich gar nicht verträgt und sie äußerlich anwendet. Die Durchblutung von außen ist so stark, dass sich das alles wieder gibt. And in this case of the typhoid fever, I apply them only externally. So it could be if somebody can't take them internally, he should apply them externally. What do you think is your most important discovery in healing through herbs? Was meinen Sie ist Ihre größte Entdeckung in Bezug auf Heilung durch Kräuter? Die größte Entdeckung ist von mir aus, denn die mich selbst immer wieder verwundert, dass die Kräuter auch Krebs heilen. The greatest thing for me, I'm puzzled always again anew, is that herbs do also heal cancer. Herbs heal cancer, and you've seen many, many cases of cancer healed through these herbs, have you not? Und Sie haben viele Fälle gesehen, wo mit Kräutern Krebs geheilt werden konnte? Ich habe viele Fälle erlebt. Yes, I have seen many cases. What is the main herb you use in the prevention or cure of any kind of cancer? Was ist das wichtigste Kraut, was Sie benutzen bei der Vorbeugung oder gegen Krebs oder bei der Heilung von Krebs? Das Wichtigste sind die Schwedenkräuter, die Ringelblume im großen Teil. Da ist ein Tee zusammengestellt, 300 Gramm Ringelblume, 100 Gramm Brennnessel, 100 Gramm Schafgarbe. Und warum 300 Gramm Ringelblume? Weil der große deutsche Kneipparzt Dr. Bohn in seinen Büchern schreibt, und wenn Krebs nicht mehr operabel, hilft immer noch die Ringelblume. The most important herbs are Swedish bitters, and then in addition to that, a tea mixture with 300 grams of calendula flowers and stinging nettle and yarrow, and actually a very famous German Kneipp doctor recommended the greater part of calendula in this mixture. Hier muss man allerdings 2 Liter im Tag trinken, und zwar schluckweise verteilt. Man darf nicht diese Menge auf einmal trinken, sondern alle 15 Minuten einen Schluck. Und bevor der Magen den einen Schluck verarbeitet hat, kommt erst der nächste wieder in 15 Minuten, und der ist dann schon verdaut. In such a case, you would have to drink 2 liters per day,
but not the 2 liters at once, but spread throughout the day, every 15 minutes, one little sip. Und so kann sip. Ein Schwerkranker diese 2 Liter aufbrauchen. So even a very badly ill person can use up these 2 liters per day by taking sip by sip every 15 minutes. And you put the Swedish bitters in the combination of calendula, yarrow and stinging nettle. Und die Schwedenkräuter. Und sie tun die Schwedenkräuter in den Tee hinein? Ja, das muss ganz verteilt gemacht werden. Das steht auch genau in dem Buch, dass zum Beispiel einen Esslöffel muss man nehmen, dreimal im Tag, morgens, mittags und abends. Und eine Tasse Tee, da kommt der Esslöffel hinein. Und jetzt trinkt man die Hälfte vor, eine halbe Stunde vor dem Essen und die andere Hälfte eine halbe Stunde nach dem Essen. Auch nur wieder schluckweise. Yes, you would have to put the one tablespoon of Swedish bitters 3 times a day into one of these cups of tea, and you would take half of the cup before the meal and half of the cup after the meal. 3 times a day. In terms of the meal, is there any specific nutritional diet to follow in the cure of cancer along with the herbs? Bezüglich des Essens oder der Mahlzeiten gibt es bestimmte Dinge, die eine besondere Diät, die man einhalten muss bei der Kur von Krebs? Bei schwerkranken Menschen muss man ja immer eine gewisse Diät einhalten. Und verhältnismäßig helfen die Kräuter sehr schnell. Das heißt also, dass man am 4. Tag schon eine Besserung spürt und dann diese kurze Zeit von 14 Tagen muss man mit dem Essen überhaupt etwas zurückgehen. Wichtig ist ja einmal, dass der Mensch wieder gesund ist und er holt das ja im Essen nach. In heavy cases, you cannot give him normal food anyway, but it is amazing how fast the herbs work, and usually after 4 days they can already start eating a little bit more, and within 14 days usually there is a great betterment. Darf ich Ihnen da ein Beispiel erzählen oder einen Krankheitsfall? I would like to give you an example of a case. Please do. Ja, bitte. Da ist eine Dame aus Hamburg. Sie stürzt und hat linksseitig einen Schmerz gespürt und kommt zum Frauenarzt und der stellt ein Myom fest. There was a lady in Hamburg. She fell and she had a very bad pain at the left side, and she went to her gynecologist, and he told her it's a myom, it's a growth inside the uterus. Sie war 48 Jahre alt und war vorher nie krank. She was 48 years and was never sick before. Und nun kann der Arzt das Myom nicht herausnehmen, weil es an verkrebsten Darmwänden angewachsen ist. The doctor realized that he couldn't operate the growth because it was bordered by cancerous intestine cells. Sie liegt auf einer Hamburger Klinik 7 Wochen. She was at the hospital at Hamburg 7 weeks. Und als sie nach Hause kam, dachte sie, das Myom ist operiert und fühlt sich besser. When she came home, she was in the belief that the growth was operated and she felt better. Sie macht daraufhin eine Kur und auf die Kur wird der ganze Körper aufgerüttelt und nun bricht neuerlich der Krebs aus. She went to a cure and through that cure the whole body was troubled, in big trouble again, and so the whole cancer came up again. Das erste Mal hatte sie linksseitig die Operation und jetzt kommt sie auf dieselbe Klinik und bekommt rechtzeitig den Schnitt von hier bis herunter. Es ist alles verkrebst. Die Leber und alles. The first time she had the operation on the left side, now she went back to the hospital and had an operation on the right side, and they found the whole abdomen was cancerous.
Dann kommt sie ein drittes Mal auf dieselbe Klinik und nun wird von der Bauchspeicheldrüse bis da herüber der Schnitt gemacht, obwohl die Ärzte wissen, dass sie vollkommen verkrebst ist. Then she went a third time to the hospital and she got operated a third time and there was a cut made this way from pancreas over and although the doctors knew that there was nothing to repair. Sie liegt das dritte Mal 7 Wochen auf der gleichen Klinik. Und the third time she was for the third time she was for 7 weeks at the hospital. Und der Arzt sagt dem Mann 10 Tage vor Ostern 1980, die Frau wird Ostern nicht mehr erleben. Sie ist bereits klinisch tot. 7 Wochen keine Verdauung, 7 Wochen nur künstlich ernährt. She was she had no food for 7 weeks. She was artificially fed, and the doctors told her husband 10 days before Easter that she would not live Easter. Wie er dann zu mir kam mit seiner gesunden Frau, erzählt er mir. Er hat es nicht geglaubt. Er hat immer eine innere Stimme gehabt, dass seine Frau wieder gesund wird, obwohl er gesehen hat, wie es immer bergab geht. Later, when he came to me with his healthy wife, he told me that he saw that it was going down with her, but he never believed. He just kept believing that she could be saved. Er kommt an dem Tag nach Hause, wie der Arzt ihm also die Todeserklärung gibt, und findet auf dem Tisch unter der Post die Apotheke Gottes. That very day, when the doctor told him that she wouldn't live anymore, he came home and found amongst his letters and post, he found the Health through God's Pharmacy book. Er liest die ganze Nacht und kommt in der Früh mit dem Buch zu dem Chefarzt. He read throughout the whole night and in the morning he came back to the main doctor. Und sagt, ich habe etwas gelesen und ich glaube, ich klammere mich an dieser Sache wie an einem Strohhalm. He says to the doctor, I have read this and I just und der Arzt, I just stick to that what I've read here. Und der Arzt sagt, aber Herr Eichholz, Sie sind ein hochintelligenter Mensch. Wie können Sie glauben, dass Heilkräuter noch helfen, wo wir überhaupt nicht mehr helfen können, wo diese Frau klinisch tot ist? The doctor told him, but Mr. Eichholz, how can you believe that herbs can help you if we don't have any help anymore? You are an intelligent person, aren't you? Und er sagt, der Arzt sagt, Firlefanz, Humbug, diese Heilkräuter. Und er sagt, ich habe ein Vermögen in Ihre Klinik gesteckt, 3x7 Wochen, erster Klasse. Und ich hoffe, dass Sie es machen, was da drinnen steht. The doctor told him, that's all nonsense, you can't do that, it's all nonsense. But the man replied, well, I have paid so much money in this hospital here, and I demand now that you do it. You do the applications with herbs. Und der Arzt sagt, ja, wir machen es. The doctor said, yes, okay, we do it. Und damals waren die Schwedenkräuter nur in Österreich zu haben. Und da hat er um diese Schwedenkräuter telefoniert. Und das andere hat er sich in Hamburg gekauft. Und mit diesen Kräutern kam er auf die Klinik. At that time, the Swedish herbs could only be had in Austria, and he sent for them and got them, and so he went back to the clinic and brought them the herbs. In 6 Tagen hat er seine Frau heimgenommen, die war noch nicht gesund. Aber er hat sich gesagt, das, was hier auf der Klinik unter so hohen Kosten geschieht, das kann ich zu Hause umsonst machen. After 6 days, he took his wife back home, because he felt he could do it much cheaper at home. Und Ostern, das heißt, es war Ostern, wie der Arzt das gesagt hat, und im Oktober des gleichen Jahres war er mit seiner Frau bei mir. In October, that happened at Easter, and in October of that same year, he came to visit me with his wife. Und hat mir das alles erzählt und hat gesagt, Frau Treben, wenn Sie nicht wären, würde meine Frau nicht mehr leben. He told me, Mrs. Traven, if you were not and I hadn't read your book, my wife wouldn't live anymore. Und ich sage, das ist ganz falsch. Leben und Tod liegt in Gottes Hände.
Und weil Sie durch Fügung mein Buch bekommen haben, das ist nur die Fügung von oben, deswegen lebt Ihre Frau noch. And I told him that is very, very wrong. It's not because of me, it's because of the hands of God. Death and life are in God's hand. And it is not my merit. It's because God arranged it so that you read the book. Und so ist es. And that's true. Dr. Theis, I'd like to ask you a question. Having heard this miraculous cure of cancer in an adult and of leukemia in a child, I think that everyone in this room knows someone near or in a distant way who presently has cancer. Now, has it ever been tried that these 2 liters a day of this cure and what is prescribed here has been given to a cancer patient who himself or his family did not have the belief and therefore would take the tea only under the condition that the patient would remain on the therapies given by the medical profession and combine both and therefore evidenced enough healing to enable all to feel that this use of the herbs could proceed? Yes, it is like this. I have seen many cases. In the beginning it was for me as a pharmacist, as a scientist, a little bit difficult to understand Maria Treben's book. But I took away this academical pride and applied it to the people I knew. And so I came into touch with many cases, and like you said, many people cannot go away from the chemotherapy the medical doctors give them, but they should then apply this herbal mixture Maria Treben mentioned, like the calendula flowers, the stinging nettle, and the yarrow, and took it together with the chemotherapy. So at least this tea mixture will help to detoxify the body and give him new strength to build up, and then with the appliance of the Swedish herbs, he can recover. Now, in the case of someone on intravenous feeding, where they cannot take in anything orally, mm-hmm. we've already heard how effective Swedish bitter compresses are exactly. for healing. In the case of a systemic cancer, would you apply the compresses systematically over the whole body? You can do this, apply a Swedish bitter compress, but it's also very essential to take compresses with horsetail. I think Maria Treben can give us an example of this too. Compresses, poultices of horsetail? Poultices, compresses with horsetail. That's essential for cancer treatments with herbs. Is that also described it's in the book? It's mentioned in this book, yes, under and the page where it's written about tumors. So are you saying, and are you in agreement, that a cancer patient at any stage of cancer under any treatment whatsoever could add or include in that treatment these herbs until that patient or the family or the doctors are willing to release that person from their treatment with the proof of progress? Oh, yes. So you're saying that the chemotherapy or radiation treatments would not neutralize the effects of the herb cure? No, it will not neutralize. The herbs will on their side, help to cure the people. Frau Treben, we're discussing the concept of giving people the herb cure for cancer who are afraid to leave the traditional cure. Have you had any experience in this? Frau Treben, wir sprechen hier darüber, ob man Menschen, die sich nicht wagen, von der Chemotherapie runterzugehen in Krebstherapie, ob man auch denen Kräuter geben kann und ob die auch da wirken. Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Man kann ihnen Kräuter geben, aber wo kein Glaube ist und kein Vertrauen zu Gott, ist selten eine Heilung. You can give them herbs, but where there is no faith and no faith in God and the power of the herbs, there is very rarely healing.
So you see that herbs are a vessel for God's light, and in order to receive the light, one must bow before the Godhead. So, wenn ich das richtig verstehe, dann meinen Sie, dass die Kräuter ein Gefäß sind für das Licht Gottes, und derjenige, der sie nimmt, der muss sich niederbeugen vor diesem Gott. Die Kräuter kommen von Gott. Yes, the herbs come from God. Der Herrgott hat sie uns Jahrtausende lang vor Füßen gelegt. Und es ist so, dass Menschen, die gläubig sind, viel leichter zu den Heilkräutern kommen. Yes, God has put the herbs beneath our feet for millennia now, and it is true, and I have found that faithful persons have a much easier access to herbs. Aber es ist ebenso so, dass Menschen, die keinen Glauben mehr haben und durch die Kräuter gesund wurden, plötzlich sehen, dass Gott oder unser Herrgott der Einzige ist, der ihnen die Hände reicht. Und niemand konnte ihnen helfen und die Kräuter haben ihn gesund gemacht. So kommen dann wieder viele Leute auch zu dem Glauben zurück. Also through the progress of healing and the event of a healing through herbs, many people come back to God and they realize that only God did rescue them. In the case of someone sick, may it be that someone close to that person or yourself would carry the faith on behalf of that person until by the effects they too will have faith. Könnte es sein, dass in einem Fall, wo jemand sehr krank ist, eine andere Person, also jemand aus der Familie oder auch Sie selbst, diesen Glauben für diese Person aufrechterhalten könnte, bis zu dem Punkt, wo der Kranke selber wieder Hoffnung schöpft? Natürlich müsste da jemand sein, der ihm die Hände reicht, wenn er überhaupt keinen Glauben zu Gott hat. Aber wenn man dem das allmählich den Weg bereitet, dann ist es natürlich schön, wenn jemand da ist, der ihn das tut. Yes, it would be wonderful if there was a person who would hold the hands of the sick person and lead him and guide him towards having faith again. Ich frage sehr viele Menschen, wenn sie sehr schwer krank sind, glauben sie an Gott? Und es gibt viele Leute, die so perplex sind, weil sie eben nicht glauben. I very often ask people who are very sick, do you believe in God? And very often these people are very stunned by this question. Do you find many who say they do not believe in God? Haben Sie schon viel, sind Sie schon vielen begegnet, die sagten, dass sie nicht an Gott glauben? Oh ja, bin schon sehr viel begegnet. Oh yes, I've seen many. Und ich habe ihnen gesagt, ohne Glauben gibt es keine Gesundheit. And I told them, without faith, there is no health. In this world of pollution, I think that's true. We have to have faith. In dieser Welt von Verschmutzung überall, ich glaube, da ist es schon wahr, dass wir Glauben haben müssen. Ja, das ist so wichtig. Man muss, weil man immer Hilfe bekommt. Und wenn man nicht glaubt, oder wenn die Menschen nicht glauben, die haben ja, die stehen ja da leer. Und es ist ja doch nur immer der Herrgott, der ihm die Hände reicht und dass man wieder auf den richtigen Weg kommt. Ich habe schon viel erlebt, dass gerade Leute, Menschen, die überhaupt keinen Glauben mehr hatten, und wenn ich sie gefragt habe, ja, da wollen sie Hilfe von oben, dass sie dann richtig draufgekommen sind, dass tatsächlich jemand da ist, der ihnen die Hände reicht. Yes, I have seen in many cases that when I was asking them, do you really expect heaven or God to help you? Then only they realized that they are demanding help from God. So in the case of all areas of life, in healing with herbs, the call compels the answer.
So, dann ist es so in, im Fall vom Heilen und auch sonst im Leben, dass die Bitte die Antwort erzwingt. Ja, das sehe ich genauso, wie ich sage. Yes, that's exactly. So. Now, we understand you have found some herbs simply walking through Camelot. We would be very happy to know what herbs are native to our property that just grow naturally here, and then other herbs that are suited to this climate, especially those that are the principal herbs. Wir haben gehört, dass Sie hier in Camelot rumgewandert sind und Kräuter gefunden haben, die hier beheimatet sind und die hier wachsen. Und auch, wir würden gerne darüber erfahren, was Sie gefunden haben und auch, was sonst noch in unserem Klima hier wächst. Ja, es war erstaunlich. Zu heiß, kaum etwas Grünes. Und hier, um Ihre, wie soll ich sagen, um Ihren Aufenthalt, so wunderbare Kräuter, dass man nur gestaunt hat. Yes, I was really amazed because everything is so dry and there is hardly any green. And even there are so many wonderful herbs around this area. Can you show them to us? Können Sie uns welche zeigen? Ja, ich habe welche da. Yes, I have some. Okay. So, hier haben wir die Kräuter. A wonderful basket of herbs from Camelot. Jetzt müssen Sie aber schon entschuldigen, wenn ich mich zum Publikum wende. Ein bisschen schon welk, weil wir das gestern geholt haben. I took that yesterday and it's a little dried out already. Das ist also spitz und breitwegerig. This is plantain. Which one? Two different sorts of. Two both kinds of plantain. Two kinds of plantain. Und diese beiden Pflanzen haben die gleiche Wirkung. They have the same effect, both kinds. And what are they used for? Wofür sind sie, werden sie benutzt? Vor allen Dingen bei offenen Wunden. Especially in cases of open wounds. Die Wunde kann bis 10 Jahre offen sein, auf einem Fuß oder irgendwo. Und da brauchen Sie nur die frischen Blätter nehmen, die Blätter frisch, wie sie sind. Waschen, auf einem Brett mit etwas zerreiben und diesen frischen Brei auf eine offene Beinwunde, die sich über Nacht schließt. For example, in cases of open wounds in legs, even legs that have been open for 10 years, you should take the fresh leaves, just the fresh leaves, wash them, and then squeeze them so that the juice comes out a little bit. And then you put these squeezed leaves on the wound. This is an open wound, right, that may be bleeding or cut. Yeah. Das ist eine offene Wunde, die vielleicht blutet, nein, die blutet, die immer offen bleibt, die nie zuheilt. It's an open wound that just never closes. Die Blätter nimmt man frisch, so wie sie sind, wie sie der Herrgott wachsen lässt. Und dann wäscht man sie und entweder zerreibt man sie zwischen den Händen oder auf einem Brett legt man die Bretter hin und walkt sie so lange, bis ein Blätterbrei wird. Und dieser Blätterbrei legt man sofort auf die offene Wunde. So you have to take the fresh leaves, just as God made them, and you have to wash them, and then squeeze them and shrub them, either within your hands or on a board, wood board. And then you put these leaves into the on the open wounds. Es gibt zum Beispiel durch Bestrahlungen nach Krebsoperationen offene Wunden, die kann kein Arzt mehr schließen. Aber diese Blätter, spitz und breitwegerig, schließen sie. Zwar nicht über Nacht, da braucht man schon ein paar Tage länger. There are, for example, terrible wounds caused by radiation therapy in causes of cancer. And no doctor can close these wounds and cure them, but these leaves, they can. Ich habe einmal in einem Vortrag gesagt, und wenn die Wunde 10 Jahre offen ist, die spitzwegerig oder die Blätter von spitz und breitwegerig schließen die Wunde über Nacht.
I said once in a lecture, even if the wound is 10 years old and it didn't close for 10 years, the plantain will be able to close the wound. Da ist in der dritten Reihe eine Frau aufgestanden und hat gesagt, Frau Treben, so etwas dürfen Sie uns nicht einreden. Das gibt es nicht. At that moment, in the third row, there was a lady who rose and she said, no, Mrs. Treben, this can't be true, this is impossible. Genau ein halbes Jahr später habe ich in der gleichen Stadt wieder einen Vortrag gehalten. Und genau in der dritten Reihe ist diese Frau gesessen. Half a year later, I came back into the same town to give a lecture, and again at the third row there was the same lady sitting. Ist sofort aufgestanden und hat gesagt, ich muss mich öffentlich bei Frau Treben entschuldigen. Ich habe eine Nachbarin, die hat 17 Jahre einen offenen Fuß, die konnte nicht mehr auf die Straße und konnte nicht mehr einkaufen. Und so bin ich gleich den nächsten Tag um diese Blätter, habe ihr das gemacht, wie Frau Treben gesagt hat. Und der Fuß ist sofort zugegangen und ist bis heute zu, obwohl schon ein halbes Jahr vergangen ist. She immediately rose and said before everybody, I have to apologize and excuse myself before, I have to apologize before Mrs. Treben and everybody here, because I did not believe what she was saying about plantain. But I went home and I had a woman in my neighborhood. She had an open leg for 17 years. And I went out and took the plantain and I put the leaves on this open leg. And the wound was closed overnight. Und sollten Sie mal von einem giftigen Insekt gestochen werden oder von einem, da am Hals von einer Biene oder Wespe und Sie haben den Spitzwegerich in der Nähe, dann braucht man nur das Blatt abreißen, ein bisschen abputzen, kauen und drauflegen. In case you are stung by a poisonous insect sometime, and you may be around this plant, you just cut off a leaf, you chew it a little bit in your mouth, and then you put it on that spot. Es hilft. It helps. Dann haben wir hier die Käsebappel. Then here is mallow. Die wächst ja hier so viel. That grows so much here on campus. What is it good for? Wofür ist es gut? Ja, also, haben Sie eine Gastritis? Eine Magenschleimhautentzündung. Können Sie immer vielleicht einzeln klären? In cases of gastritis. Magengeschwüre. Ulcers in the stomach. Dick- und Dünndarmentzündung. Intestine inflammation. Und große Schmerzen. And great pains. Dann muss man diese Pflanze trinken. Then you have to drink this plant. Aber sie enthält einen Schleimstoff. But the plant contains a mucus. Und so dürfen Sie die Pflanze nicht brühen. So you shouldn't brew it, you shouldn't boil it. Sondern im kalten Ansatz über Nacht ansetzen. But you have to put it into cold water overnight. Das kalte Wasser zieht den Schleimstoff aus der Pflanze. The cold water pulls out the mucus from the plant. Und dieser Schleimstoff ist es, der hilft. And this mucus helps. And that's what heals, the mucus that is extracted. Right. From the mallow. Man, es wird nur leicht angewärmt am Morgen. It only is heated slightly in the morning. Abgeseit und schluckweise getrunken. Haben Sie eine Kehlkopfentzündung, die lange braucht, ehe sie weggeht mit medizinisch. In cases of inflammations of the thyroid gland, which takes a long time to cure otherwise. Wird das wieder kalt angesetzt? You take the morgens same cold abgeseit, water. Schluckweise getrunken und die Blätter lässt man im Topf zurück. You do the same, you heat the tea up in the morning and you keep the residual leaves in your pot. Abends wärmt man das leicht an. Die Blätter gibt es in ein Leinentuch und
gibt diesen warmen Blätterbrei dorthin, wo die Kehlkopfentzündung sitzt. Then in the evening you would have to take the leaves again, you would heat them a little bit and you put them in a piece of cloth, and this cloth you put on your neck, on the thyroid gland where the inflammation is. Sehr schnell weg. It's very, very fast cured. When you soak them overnight, that's about 12 hours in cold water. Wenn man sie über Nacht einweicht, dann ist das etwa 12 Stunden. Das sind 12 Stunden. At that point, you have the mucus extracted from the mallow. You heat it slightly and drink it. Aber nur lauwarm an. Nur lauwarm ansetzen. In dem Moment haben Sie den Schleimstoff herausgelöst, ja. Und das ist das, was heilt. Es gibt Leute, die unkontrolliert Schlafmittel nehmen, plötzlich keinen Schleim im Mund haben, die Nase wird trocken und die Augen werden tränenlos. There are people who take too much, too many and too often sleeping pills, and they often suffer from a lack of saliva in their mouth, and the nose inside is no more wet and they can't have tears anymore. Because of sleeping pills? Yeah. Da gibt es medizinisch überhaupt keine Hilfe. Die Leute bekommen ihren Speichel nicht mehr. Und wenn sie einen Bissen essen, müssen sie 10 Schluck nachtrinken, dass sie das überhaupt schlucken. In normal medicine there is no help for this condition. People who have that, they just have no saliva, and in eating it's a great problem, because they have to constantly keep drinking just to be able to bite it. And what does this mallow do for it? Sehen Sie, da ist unsere Käsepappel mit ihrem Schleimstoff. Was tut die Malve dafür? Die Malve, wenn man das trinkt, im Mund behält eine Zeit lang und dann ausspuckt, dann gurgelt, wieder im Mund behalten und wieder ausspucken. Der Schleimstoff hilft, den Speichel wieder herzubringen. You would have to take the mallow tea, keep it in your mouth, gargle with it and then spit it out again and do that again and again. And the mucus substances in this plant just help the saliva to come back. Und bei der Nase schnupft man den Tee auf und bei den Augen badet man. In the nose it's the same, you just put it in. You sniff it up into your nose. The warm tea. Mallow tea, the mucus into the nose. Right. To reactivate once again the moisture. Right. And also you bathe your eyes. Bathe the eyes. Mm-hmm. What does this do for the eyes? Increase the water in the eyes. Was macht das für die Augen, wenn man die Augen da? Die Augen bekommen wieder die Tränen. The eyes get und sind feucht. Und werden feucht. Dry. They get tears again. The tears come back by bathing them. Yeah. Right. Are you saying that, of course, this is the cure for the taking of sleeping pills and the side effects? Are you saying that the loss of sleep has anything to do with the malfunction of the thyroid? Meinen Sie, wenn man schlaflos ist, wenn man nicht mehr schlafen kann, dass das etwas zu tun hat mit der Schilddrüse? Kann sein, dass die Schilddrüse schuld ist an Schlaflosigkeit. Aber meistens ist es eine gewisse Nervensache. It can be that sleeplessness is caused by a malfunction of the thyroid gland, but in general and usually it's a problem with the nerves. Bei Schlaflosigkeit ist ein ganz wunderbares Rezept unter Schlüsselblume. Und Herr Dr. Theis weiß genau das Rezept auswendig, sagen Sie es einmal. And for sleeplessness, there is a very good tea mixture written in this book. The main ingredient is cowslip. And cowslip. Cowslip. It calms the nerves, and it's a combination of several herbs here. In. Don't you have a tea for rest and sleep? Mm-hmm. Yes, we have in NatureWorks, we have a tea exactly according Maria Treben's formula in her book for restlessness and sleeplessness. And about how many herbs are in this tea?
There are many, about 20. And that's for the calming of the nerves, yeah. For good sleep. And what do you call your tea? It's tea. It's a sleeping tea, we could say. Give us the German name. It's a Beruhigungs- und Schlaftee. Yeah. So this recipe can be found in a book under cowslip. And does it also have the 30, all 30 herbs there? Mm-hmm. Yes. So you have packaged many herbs as the recipes that she has discovered and also that have been handed down through the ages. Are many of your formulas from Maria Traben? Yeah, most of them. Most of them are. Mm-hmm. The one for the migraine tea? For the migraine and for sleeplessness and for even strong diseases like also cancer tea or leukemia and but also tea against cough if there are problems in the lungs. Since you have a problem in this country of advertising on a package of tea, yeah. What it cures and must give it another name, mm-hmm. Can you give us a clue to discover what the formula is tying into in this book? Must we read all the herbs and then go to the book and see what the combination is? Yeah, and I know this is a problem in this country. In Germany, we have all registered our teas as medicines. But here we go on and give them just the numbers of the page in this book. So the page numbers are printed on these labels? Yeah. Would you show us your little tea bags? I have none of these here. I mean your packages of tea. These are the packages. These are the single kinds, like comfrey yes. root. And the mixtures have the same package, just we write them the numbers on it. Yeah. And then you give it an interesting name. Yeah. So you have to go as a sleuth between the package of tea and Maria Traben's book. Exactly. And of course, when we first began, we had your tea packages in German. Yeah. And so we just used to drink a different kind every day. So whatever ailment we have, we touched upon it. Perhaps we were cured of things we didn't know we had. Sie spricht davon, dass Are you going to tell us the next herb you found at Camelot? It's auch schon ein bisschen welk. A little bit wilted, huh? Uh-huh. Das ist Beinwurz oder Comfrey. Englisch Comfrey. Very good. Und dieses Heilkraut brauchen wir heute so dringend bei den schweren Autounfällen. We need this herb very urgently nowadays because of all the many cases of heavy car accidents. Weil dieses Heilkraut alles, was mit Knochenbrüchen und Knochenentzündungen und dann später Knocheneiterungen zu tun hat, dieses Kraut hilft bei allen Knochenverletzungen. Because this herb helps in all cases of bone fractures, bone inflammations and even bone purulence. All that can be cured with that. And you use both the leaf and the root. Benutzt man da die Blätter und die Wurzeln? Hauptsächlich die Wurzel. Mainly the root. Und zwar wird die Wurzel getrocknet und aus dieser Wurzel wird ein Mehl hergestellt. The root must be dried and then powdered into a meal. Do you dry it in the sun? Wird es in der Sonne getrocknet, die Wurzel? Ich glaube nicht. Das wird industriell getrocknet und dann wird es gemahlen. Und dieses Mehl hilft bei Knochenentzündungen und Knocheneiterungen, wo ja meistens die Ärzte sagen, da gibt es keine Hilfe mehr. This meal is the root is dried, not in the sun, and it must be powdered, and this powder must be used for cases of fractures, bone fractures and purulence and inflammations. Man kann nach einem Autounfall ganz schwere Knochenbrüche haben. Und wenn man dann aus dem Krankenhaus entlassen wird, sind immer noch große Schmerzen da. When you have heavy bone fractures in cases of car accidents, if you are going to leave the hospital, there is still a great deal of pain. Und so wird dieses Mehl mit heißem Wasser
in einer kleinen Porzellanschüssel angerührt und damit sich das schön streichen lässt in das Leinentuch, was man da liegen hat, muss noch Öl dazu gegeben werden, dass es eben streichfähig wird. So this meal must be mixed with a little bit of warm water and there must also be added some oil so that it will be a smooth paste and then it should be applied on a cloth again. Bei Eiterungen verliert der Patient über Nacht die Schmerzen, wenn er diese Umschläge aufhat. In cases of purulence in the bones, overnight the pains are gone with es this application. Es dauert natürlich noch eine Weile, aber zum Beispiel for the total curing it takes of course some time longer. Rückenwirbel, die schlecht sind. Die müssen doch operativ entfernt werden und dann werden Fremde eingesetzt. Und das ist bei Beinwurz nicht notwendig. Like for example also in cases of decayed discs and parts of the vertebra, you can treat that with this meal. It's just compress. So with severe and long-standing back injuries, you could put this compress or poultice on that area. Yes. Bei langwierigen und schwierigen Rückenproblemen, Rückenschmerzen wäre das das Richtige? Wäre das ganz großartig. Da man macht das Gleiche, man rührt das an, streicht es in ein Leinen und schlägt jetzt von rechts nach links und so herum. Und es ist so, dass es klebt an der Stelle an, dann kann man sich das noch hier anbinden und dann kann man noch es 2 bis 3 Mal benutzen. Es muss also nicht gleich weggeworfen werden, man gibt es abend noch in eine kleine Kasserole, wärmt noch einmal an und legt das wieder warm auf den Knochen. Yes, in such cases that would be the right treatment, and it should be the paste should be put into a cloth, and this cloth should be folded, and then this cloth as a compress should be put on the spot, and it sticks on the skin. Actually, it sticks there, and you can hold it with a cheesecloth bandage. Yes, that would be good. And would you use distilled water to make the paste with a little olive oil? Sollte man distilliertes Wasser nehmen für diese Paste? Nein, oder und Olivenöl? Weil das eine äußere Anwendung ist, nicht. No, it's not necessary to take distilled water since it's an external application. Aber Sie werden es nicht glauben, der Wirbel normalisiert sich. Es wird wieder ein vollkommen gesunder Wirbel oder Arthritis, Arthrose. But you won't believe it. The disc will recover, it totally comes back to normal. Wenn die Knochen bereits Ausbuchtungen haben, geht alles wieder zurück und es wird wieder ein normaler Hüftknochen. And in cases of arthritis, even those parts that have deformed already, they come back to normal also. Es ist kaum zum Glauben, was die Kräuter für Wunder vollbringen. Und das sind ja doch Kräuter vom Herrgott. It is almost unbelievable what miracles herbs can do, and that's because they're God's herbs. Jetzt habe ich dieses Knochen, das heißt dieses Heilkraut für Knochen, und jetzt habe ich ein Heilkraut, leider sehr klein, aber der Herr Dr. Theis hat Bilder mit. Es geht halt nicht. Und das sind Hirtendäschel und das ist wieder für Muskulatur. Now here we had a remedy, a herb for bones, and this one that is shepherd's purse, that is good for muscles and muscle problems. Und hier werden die Kräuter äußerlich angewendet. In this case the herbs are applied also externally. Man schneidet sie und in eine Flasche und dann gibt man 40%igen Alkohol darüber, weil das ja in die Haut einmassiert wird. You would have to cut the herb, put it into a bottle and make an extraction with 40 proof alcohol because it's going to be rubbed on the skin. It's an external application. Und das ist für jede schwerste Muskelerkrankung. That is even for very bad, very heavy muscular diseases. Ob Muskelschwund, Multiple Sklerose, Muscular Atrophy,
Gebärmuttervorfall. Or weakness of the uterus ligaments. Or Herzmuskelerkrankung. Wird alles von außen eingerieben. Und die Muskulatur stärkt sich so, dass sich alles wieder normalisiert. Or be it the heart muscle, or be it any other inside ligaments that are too weak. Everything is strengthened through the rubbing in of this tissue. Ich habe das genau in meinem Buch beschrieben und auch Beispiele angeführt. I have explained it exactly in my book and also given examples. Do you have an outstanding example of the cure of multiple sclerosis? Haben Sie einen besonderen, herausragenden Fall ja. für die Heilung von Multipler Sklerose? Das habe ich. Yes, I do. Ich habe einen Vortrag in Rendsburg gehalten. Das ist bei Bremen, da oben bei Bremen, Hannover. I lectured in the north of Germany in Rendsburg. Rendsburg. Und nach der Pause kam eine sehr jugendliche Dame und sehr vital herauf zu mir zum Tisch. Und sagt, after the break, a very youthful lady came up to me to the table and spoke to me. Ich muss Frau Treben ganz öffentlich einmal danken. Man sieht es mir nicht an, dass ich vor 3 Jahren noch im Rollstuhl mit Multipler Sklerose gesessen bin. I have to thank Mrs. Treben publicly, because nobody can see now that 3 years ago I was. I couldn't walk. I was sitting in a rolling chair. Und es war ein ungeheurer Applaus. There was a great deal Und ich sage, applause. Der Applaus gilt bitte aber nicht mir, der gilt der Dame. Denn wenn man das alles macht, was in meinem Buch unter Multiple Sklerose steht, dann muss man schwer arbeiten. There was a great deal of applause, and I told the people there. The applause is not to me, but it's to this lady, because if somebody does everything that I say that has to be done for in cases of multiple sclerosis, that's it's a big thing to be done. Und da erzählt sie mir, dass sie erst gar keine Hoffnung hatte. Und dann then she tells me that she in the first at the beginning she had no hope at all. Und dann begann sie doch mit diesen Einreibungen, es sind verschiedene Tinkturen. Da ist zum Beispiel auch die Beinwell und die Schafgarbe und das Thymian. Und but viele then she started to do these applications with all these different tinctures, like yeah. for example yarrow and comfrey, and she applied all that I have given in a book. Und plötzlich kann sie aufstehen. All of a sudden she could rise. Das war der erste Schritt. That was her first step. Und dann hat sie sich so langsam immer an den Möbeln und an den Wänden gehalten. Then she held herself on the walls and in the mobiles, furnitures, and just learned. Und jetzt hat sie Hoffnung bekommen. And then she got a great hope. Und hat dann weitergearbeitet. Also wie ich sie gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist eine ganz junge Frau. Von vielleicht 30 Jahren, sie war 48, so vital ist sie da, die Stiegen heraufgekommen. Es war so ein hohes Podium. Then she kept doing it continuously, and when I saw her, I thought she was 30 years old. She was very vital and she walked up very easily, these many steps. Aber es ist eine ungeheure Arbeit, das alles zu machen. But it is a great deal of work to do all that. To do everything that is necessary to heal multiple sclerosis. Um das alles zu machen, was notwendig ist, um Multiple Sklerose zu heilen? Ja, sehr viel notwendig. Zum Beispiel müssen diese ganzen, ich weiß ja nicht, ob man das vielleicht jetzt in Apotheken bekommen hat, aber damals, wie ich in Rendsburg war, da musste sie sich noch diese ganzen Tinkturen machen. Hirtentäschel, Thymian, Beinwurz, Schafgarbe, Johanniskraut. Und diese Kräuter muss man auch trinken. Yes, there is a great deal to do. It's a lot of work, because at that time when I was giving this lecture, I don't know, maybe these tinctures are available now in pharmacies, but at that time she had to make herself the tinctures, like for example camphor, yarrow, St. John's wort, thyme, and so forth. These tinctures are made with alcohol? Alcohol and oil. Ja, und Bäder muss man machen, auch Bäder. And also these teas must be drunk, and also baths applied.
Aber wenn man sich vorstellt, dass es so eine unheilbare Krankheit, die Kräuter nehmen, dann muss man doch sagen, dass das, was vom Herrgott kommt, eben noch gut und richtig ist, nicht? But if you imagine how terrible this disease is and that herbs can heal it, it is so wonderful that and you have to recognize that herbs are sent by God. Das Wichtigste bei Multiple Sklerose sind diese Thymianbäder. The most important in cases of multiple sclerosis is thyme bath. That's thyme. So you make a tea of thyme and put it in the bath. Is that correct? So macht man einen Tee von Thymian und macht den ins Bad. Man macht Bäder, man macht Essenzen, man macht Öl und man trinkt. You have to make a bath, tea, oil and alcoholic extracts. Oil of thyme, and then the alcoholic extract and the water extract, and each one of these derives a different essence from the same plant. Bringt jede dieser Arten von Extraktionen eine andere Komponente Wirkung. Heraus Jawohl. Und eine andere Wirkung? Eine andere Wirkung. Yes, und alles miteinander ist eben dann die Kraft wieder da. Yes, each one has a different effect and brings out a different compound, but all together it heals. So the most wonderful thing about these cures is that it takes the love of a friend to help to bring about the cure, because when one is very sick, one cannot pursue this oneself. So ist es nicht so, dass das Besondere an diesen Kräuterkuren das ist, dass ein Freund da sein muss, der einem all diese Dinge hilft zuzubereiten, denn jemand, der sehr schwer krank ist, kann das ja nicht selber tun. Also heute ist es so, durch mein Buch, das ja in Deutschland bereits fast 4 Millionen Bücher hat, dass alle Apotheken bereits diese Tinkturen und Essenzen und Öle herstellen, well, dass man das schon zu kaufen bekommt. Well, today it is, grace to my book, it is better, in especially in Germany, all the pharmacies now have the tinctures available. You don't have to make them yourself anymore. Nevertheless, the friend must apply them and stand with you and encourage. So it takes that love of the family and friends. Trotzdem ist es doch so, dass man den Freund braucht oder das Familienmitglied, was einem hilft und einen ermuntert. Sehen Sie, da kommt es wieder darauf an. Es gibt Menschen, die sich für den anderen opfern. Und es gibt Menschen, die es nicht tun. Und wenn man in der Familie einen Menschen hat, der sich für einen opfert, dann ist das die Gewähr da, dass man gesund wird. Then you see, it's again so much depending on whether you have a person who is willing to sacrifice for another. And if there is such a person who wants to make that sacrifice in a family, that's wonderful, and that person helps the other one. So if you have the motto, I am my brother's keeper, and you realize that it is not simply saying, where is the MS patient that I can go and practice this alchemy of the Holy Spirit, but where is the ministering servant who will have the patience to see one life through from beginning to end to that cure with faith. So you can see that God requires a certain price to be paid for his healing, and the price comes back to love, because the patient himself must submit to the cure because he loves himself enough and loves God's mission for him and wants to live to do that work. So das heißt, dass es letzten Endes darauf hinauskommt, dass da einer ist, der sagt, ich sorge mich um meinen Nächsten, ich bin der Hüter meines Bruders. Und auch der Patient selber muss sich Gott unterwerfen und bereit sein, all die Dinge zu tun und auf sich zu nehmen. Das stimmt auf alle Fälle. Darf ich da einen herausragenden Fall erzählen? May I give you a very astonishing example? Yes. Ja. Ich hatte schon gesagt, dass wir unsere Heimat verloren haben. I have said already that I had to leave my home country. Und da war mein Sohn 4 Jahre alt. And my son was at that time 4 years old. Und er bekam Typhus und 5 Wochen
vom 10. Dezember bis 15. Jänner täglich 40,8 Fieber und in der Früh 39,9. And he had for 5 weeks a very terrible fever. He got typhoid fever also, and he had very high fever for 5 weeks. In the morning 39 degrees and in evening 40 for 5 weeks. Er kam dann in ein Krankenhaus, war ein halbes Jahr im Krankenhaus und man dachte, er ist gesund. He went to a hospital for half a year and then finally everybody thought he was fine. Wir kommen dann nach Österreich zu meinem Mann und er kommt in die Schule und er sitzt immer in der Schule so blass und gelb wie eine Zitrone zwischen den anderen. We then went to Austria where my husband was and my son went to school and he kept sitting there in the school very pale and very yellow. Er hatte einen Schulweg, eine Dreiviertelstunde und ich, weil er durch den Wald musste, bin ich immer mit ihm in die Schule gegangen. He had to walk to his school 45 minutes and because it was through the forest I always went with him. Der Arzt hat ihm keine Medikamente gegeben, weil er gesagt hat, wenn er jetzt schon mit so vielen Medikamenten anfängt, das wäre nicht gut. The doctor didn't give him any medications because he felt that wasn't good for the child. Und im Wald treffe ich eine alte Frau. Und die sagt ja, um Gottes Willen, was haben Sie für ein armes Kind? Well, in the forest I met an old woman and she stood before me and told me, my God, what is your little boy so poor? He looks so bad. Und sie sagt, und ich erzähle ihr das, ich erzähle ihr alles und sie sagt, da müssen Sie ein Thymianbad machen. And I tell her the whole story and so she tells me, you have to make time bath for this boy. Und Thymian wächst dort sehr viel. There is thyme growing all over the place. Ich hole mir einen Eimer voll Thymian und setze, weil meine Mutter gesagt hat, kalt ansetzen, dass du nichts zerstörst und die Heilkräuter doch mit dem Wasser herausgezogen werden. So I start collecting thyme and my mother counseled me to put it into cold water so that none of the precious ingredients shall be destroyed. So setze ich diese Kräuter über Nacht kalt an. Und wie wir den nächsten Tag aus der Schule kommen, wird er sofort in die Wanne gesteckt. So I put the herbs into cold water overnight and then the next day when he came back from school he immediately gets into the bathtub with this time bath. Nach 10 Minuten, 20 Minuten badet man. Nach 10 Minuten bekommt das Kind rote Backen. Und nach weiteren 10 Minuten habe ich das Gefühl, als wenn da oben ein Knopf ist, den ich aufdrehe, 2 Schalen springen ab und ein anderes Kind kommt aus dem Bad. You have to make the bath for 20 minutes and after 10 minutes there was something happening and I had the feeling like there were 2 skulls falling off of this child. There was something opening up here on this spot and 2 skulls fell off to the left and to the right and there was a new child coming out of the bath. Von da an war er gesund. From that day on he was healthy. Krank. One time bath. Just one Bad. No, es war nur ein einziges Bad. Und wie ich damals den Peter mit der Leukämie sehe, erinnere ich mich an das Thymianbad. Und da war auch nur ein Bad, was das Kind wieder so in die Höhe gebracht hat. Yes, it was just one time bath. And in this other case that I already told you, in the case of the little Peter who had leukemia, I remembered my own son, and he also took one time bath. For your son, you gave him? No, for this. For the other case of leukemia that you were saying before. Only one time bath to heal leukemia? Is that what you're saying? Beim Peter, in der Geschichte beim Peter, da waren es aber mehrere Bäder, oder? Beim Peter war es auch nur ein Bad. Und dann hat er wieder Appetit bekommen und konnte den Tee trinken und konnte wieder essen. In the case of Peter, there was one time bath and then he got so much strength that he started to eat again and could take the tea.
So he got his appetite back from the time that. Right. No wonder we all love the smell of time. Es ist kein Wunder, dass wir alle den Thymian so gern haben und ihn so gern riechen. Hier wächst er auch. It's also growing here. Growing all over, wild. Right. Everybody has to get a little basket here. Jeder sollte sein kleines Körbchen haben. Ja. Und man sollte viel mehr die Kräuter schätzen. Everybody should estimate the herbs very high. Hold them in esteem. Hold them in esteem, right. Da haben sie hier in Kalifornien überall diese Hauswurz. Überall diese. Wo man hinschaut, wächst sie. This is growing everywhere in California. It's, we call it Hauswurz. I could not find a English name for that plant. It's Semper Vivum in Latin. Yeah. Hauswurz. Hauswurz. So Art Aloe. It's a kind of aloe. It's an aloe. Yeah. Mm-hmm. Und dieses, diese Pflanze ist bei Gürtelrose und Gesichtsrose anzuwenden. This plant must be applied. Der fleischige Saft, ja, der fleischige Saft der Blätter. This plant must be applied in cases of herpes. And shingles. Oder sie haben Gesichtsflecke, weiß oder braun, oder Altersflecke auf den Armen. Or also these brown spots in the skin. What types of herpes does this cure? What is called medically herpes zoster. It's shingles. That's what it's called here. Und ein Schönheitsmittel, Kosmetik für das Gesicht. It's also cosmetic for the face. For the wrinkles. So the fresh juice from the leaves inside has to be applied. From inside the leaves. Mm-hmm. Now from the mouth, would it assist herpes mouth or sores inside the mouth? Würde das auch helfen bei Herpes im Mund oder um den Mund herum? Würde alles helfen. Yes, und also. Auch bei Flechten um den Mund. Also so raue Stellen. Eczema of the skin around the mouth. Oder offene Mundwinkel. And or open scars in the mouth edges. Do you just slice the leaf open and apply it? Man schneidet nur das Blatt auf und man nimmt das Blatt und schneidet es so auf, legt es auf einen Teller. Man nimmt 3-4 Blätter und so hat man viel Saft. Und mit diesen Blättern streicht man sich ein. Es gibt ja Leute, die so abgegrenzte Flecken haben. Die gehen nicht weg. 4 Tage und sie sind weg. You would have to cut it the long way and slice, put the slices open. And then you would have to take like 4 leaves and you would apply that on your face. And in cases of spots, like white spots in the face, very clear spots, that takes it away within 4 days. Are you talking about the discoloration of the skin? Sprechen Sie über das sich entfärben der Haut? Ja, bei Flecken. Ich meine, bei Flecken. Bei Flecken oder Blutschwamm oder auch Leberflecke. It's cases of white spots or also these brown spots on the skin that come from the liver. They are called liver spots. Liver spots, yes. Yeah. And this very special type of aloes, this plant. Where did it go? Und das ist diese spezielle Art von Aloe. Ja, das ist diese spezielle Art von Aloe. And what about the normal aloe vera plant that has the large leaves? Would it do the same? Wie ist es denn mit der normalen Aloe, die diese großen, größeren Blätter hat? Die schließen Wunden. Aloe die schließen is Wunden good. Und Infektionen nehmen sie. Aloe is good for inflammations and to close wounds. Does the other type of aloe do what this does, the liver spots and the herpes? Macht die andere Aloe, hat die denselben Effekt wie diese Art? Nein, die hat nur die offenen Wunden. No, it does heal the wounds. So this is the special kind. Das ist die für diese Flecken und für Gesichtsrose und für Gürtelrose, für diese furchtbar schmerzende Gürtelrose. This is very specific for this kind of spots and also for all kinds of herpes.
Now, is this a traditional cure that can be found in the folklore of Germany, or did each of these cures come from the Blessed Mother? Now, ist das eine bekannte Kur, die in der Kräuterkunde, in der Volksheilkunde bekannt ist in Deutschland, oder ist das auch so eine Sache, die Sie von der Mother Mary haben, von der Mutter Maria haben? Ja, das ist durch mich wird das jetzt bekannt. Also durch meine Vorträge kommt es jetzt ins Volk. Die Leute haben das nicht gewusst. Well, people didn't know that. Through my lectures and my work, it gets known now. Und das habe ich eigentlich von meiner Mutter. And I have learned this from my mother, really. So it was handed down. Yeah. So das wurde quasi weitergelernt und weitervererbt durch ihre Familie. Yeah. Yes. Yes. And so what else have you found at Camelot? So was gibt's? Was haben Sie noch gefunden in Camelot? Was habe ich denn noch gefunden? Hier die Schafgarbe und dann sollen wir mal das Weidenröschen zeigen. I have found yarrow and I would like to show you the small flowered willow herb. Und dieses Weidenröschen wird hier in Kalifornien bereits angebaut. The small flowered willow herb is already cultivated now here in California. Small flowered willow is cultivated? Willow herb. Yes. Es handelt sich hier um eine ganz spezielle Pflanze gegen Prostata. This is a very specific plant against prostate problems. Nieren- und Blasensachen. Kidney and bladder problems. Es ist nicht nur für Männer, es ist auch für Frauen richtig. It is not only for men, it is also good for women. Und darf ich Ihnen erzählen, wie ich dazu gekommen bin? May I tell you the story how I came about it? Yes. Das war 1944. Da ist mein Schwiegervater an Prostatakarzinom gestorben. That was in 1944. At that time, my father-in-law died from prostate cancer. Und ein Nachbar sagt mir, wenn ich geahnt hätte, dass ihr Schwiegervater diese Krankheit hat, hätte er nicht sterben müssen. And a neighbor told me, if I had known that your father-in-law had this very bad sickness, he should not have died from und, it. Und bei unserem Gartenzaun stand diese Pflanze. At Sie ist natürlich garden, schon verblüht, leider. At our garden fence there was this little herb growing. It doesn't bloom anymore, unfortunately. Und er zeigt sie mir und sagt, Sie sind eine junge Frau. Und wenn Sie sich die Pflanze merken, dann werden Sie einmal sehr vielen Menschen helfen können. He shows me this herb and he tells me, you are a young woman. If you remember this plant, you will be able to help many people later on. Aber ich habe mich gar nicht interessiert. But I was not interested. Ich war jung und gesund und habe mir gedacht, meinen Schwiegervater kann ich nicht mehr lebendig machen. I was young and healthy and I thought I cannot make him alive again. Aber meiner Mutter habe ich es erzählt. But I told it to my mother. Und sie hat, so, wenn sie von alten Männern gehört hat, die nur noch tröpfelweis urinieren konnten, hat sie ihnen dieses Kraut ins Haus gebracht. Und da hat sie erfahren, dass bei der ersten Tasse bereits alles normal geht. But my mother collected this herb and she recommended it to elder men whom she met. And she knew that they had big, great problems in urinating, and she gave it to them, and she learned that it was really helping. Do you take it as a tea? Nimmt man das als einen Tee? Ja, als Tee. Yes, und so hat tea. Meine Mutter das immer gesammelt und hat das einfach verschenkt an Leuten, die Blasen und schwere Prostataerkrankungen hatten. So my mother used to collect it. And just gave it away to people who had that kind of a problem, prostate and bladder problems. Und erzählt sie mir, dass selbst bei Patienten, die Krebs haben, diese Pflanze hilft. And she told me and taught me that even in people who have cancer, prostate cancer, this plant helps. Und ich habe immer gesagt, aber das darfst du doch nicht sagen. Krebs ist unheilbar und du glaubst doch nicht, dass dieses kleinblütige Weidenröschen bei Krebs helfen wird. And I kept telling her,
You cannot say that, you cannot tell to people because cancer is incurable, and you don't believe really that this little herb can help in such a case. Und meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich nicht mehr bin, bitte, also pflücke das Weidenröschen und hier helfe Leute. And my mother kept telling me, if I'm gone, if I don't live anymore, you have to keep collecting it, and you have to tell people that it helps. Small flower willow. Small flowered willow herb. Small flower willowed herb. Is this herb also the same? Mm-hmm. Mm-hmm. Das ist dasselbe. Both are the same. This is coming to its maturity. Da ist es sehr gut zu sehen. And that's another one. That's the seeds. Those are the seeds. I think we'll all be sprouting this herb. Und meine Mutter stirbt. Und ein Dreivierteljahr später komme ich zu einem Arzt. Und fragt mich, ob ich den und den kenne. And my mother died. And then 9 months later, I went to a doctor. And he asked me if I knew a certain person. Und ich sage, natürlich kenne ich diesen tüchtigen Mann. And I told him, yes, of course I know this good man. Und er sagt, der Mann wurde heute aus dem Krankenhaus entlassen. Er lebt nur noch 3 Tage. And he told me, this man is has been sent back from the hospital. He will only live 3 more days. Er hat Blasenkrebs im letzten Stadium. He has bladder cancer in the latest. Und ich sage dem Arzt, und du wirst sehen, der tüchtige Mann wird nicht sterben. And I told to the doctor, and you will see, he will not die. Und er lacht und sagt, hast du vielleicht was? And he laughs and says, well, do you have anything? Und ich sage, ja, aber ich habe nichts gesammelt. I said, yes, I know something, but I haven't collected it. Meine Mutter war ein Dreivierteljahr tot, ich habe keine Kräuter gesammelt, aber ich habe gewusst, wo welche stehen. Und es war auch schon Oktober und es war nicht mehr viel da, bei uns war das alles verblüht. So I had nothing at my hand, but I knew where they grew. And so I went there and got some. Und so habe ich die letzten braunen Stängel gepflückt, klein geschnitten. Und dann habe ich einer Frau gesagt, tragen Sie das in das Haus und dieser Mann soll das trinken. Und nach 14 Tagen bekomme ich den Anruf von dem Arzt und sagt, was hast du diesem Mann gegeben? Der Mann ist schon wieder gesund und arbeitet in seiner Gärtnerei. So it was very late in October and I got the last few stems and leaves and I cut them into small pieces. And I sent them through somebody else to this man and told him he should drink this tea. And 14 days later, 2 weeks later, I got a phone call from this doctor who treated him. And he asked me, what did you give to this man? What did you do? He is already working again. Und seit dieser Zeit habe ich gewusst, dass tatsächlich auch Krebs bei diesem Heilkraut geheilt wird. So ever since that time and that case, I knew that really, even in cases of cancer in this area, this herb can help. Da war ein Herr, ist noch nicht fertig. Da war ein Herr und der hat mir später erzählt, der hatte auch Blasenkrebs. Und er hat mir später erzählt, dass er nach 14 Tagen zur Nachuntersuchung hingekommen ist. Und er hatte das Weidenröschen dann erfahren. Da hatte er ein ärztliches Attest und da stand auf diesem ärztlichen Attest, es klingt wie ein medizinisches Märchen, wenn ein Mensch mit unheilbarem Blasenkrebs aus dem Krankenhaus entlassen wird und nach 14 Tagen zur Nachuntersuchung ohne Befund kommt. There was another case of another man who had prostate cancer, and he went back to the hospital and got a certificate, a statement of the doctor, and there was written in this statement, it is a medical miracle that somebody who was sent away from the hospital comes back and nothing can be found anymore. Der Nachbar hat mir das damals gezeigt
Und diese Pflanze hat einen Siegeszug durch ganz Europa und Amerika schon angetreten. Ich bekomme viele Briefe aus Amerika. Wo bekommt man das kleinblütige Weidenröschen? This plant was unknown, but now this plant has gone through all Europe and even America with great glory, and it's very known now for its application, and I get a lot of letters even from America. Alles bekommen wir bei Dr. Theis. Everything you can have at Dr. Theis's business. I can add here, it's really Maria Dreben brought this plant into our knowledge again. It was a weed, and nobody took care of this plant. It was in no pharmacopoeia mentioned. It was in no herb book. And so Maria Dreben, it really got famous. It's and how did her mother find out that this herb was good for prostate? Wie hat ihre Mutter das rausgefunden, dass dieses Kraut gut für Prostatabeschwerden ist? Sie hat einfach, ich habe es ihr erzählt, was dieser Nachbar mir gesagt hat. Und weil mein Schwiegervater diese Krankheit hatte, dann hat sie es eben zu alten Leuten gebracht, zu alten Männern, die das auch hatten. A neighbor told her mother. Well, the neighbor told Maria. And she told her mother, and so the mother just collected it and tried it and gave it to the people who had that problem. One wonders where did the neighbor get this information? Da muss man fragen, wo hat der Nachbar diese Information hergebracht? Der Nachbar hatte einen sechsten Sinn, und ich war damals viel zu dumm, als dass ich mich weiter damit befasst hätte. Wenn ich heute bei meinen Kenntnissen, da hätte ich mir diesen Nachbarn schon ein bisschen geholt. Aber this neighbor, das hat mich nicht interessiert. This neighbor had a sixth sense. Just a sixth sense? Yeah. About her future, but about this plant. No, about the herbs, actually about many things. But Maria says, I was so stupid at that time, I didn't care about it. If I met this man now, with everything I know now, I would have asked him many questions. Ich habe dann erfahren, dass die Tochter in der Nähe von mir wohnt. Und da habe ich ihr geschrieben, dass ich in meinem Vortrag ihren Vater erwähne. Und sie kam dann auch. Later I met the daughter of this man, and I told her that I was speaking about her father in my lectures. Und von meinem Mann wusste ich, dass dieser Mann einen sechsten Sinn hat. Und so habe ich die Tochter gefragt, hat ihr Vater etwas zurückgelassen? So I was investigating with the daughter if this father had left anything behind him. Und da hat sie gesagt, er hat immer davon gesprochen, er wird alles aufschreiben, aber er hat alles mit in das Grab genommen. So she told me... he always said that he wanted to write everything. Leider. But he never did. He took everything into his tomb. Oh my. Well, now. Aber das Weidenröschen haben wir gerettet. But the small-flowered willow herb we have saved. So, Dr. and Mrs. Theis and Frau Dreben, we are very grateful for your presence here. Thank you for being the flame of freedom that speaks at Summit University Forum. God bless you. You've been watching Summit University Forum with Elizabeth Clare Prophet. Summit University Forum, where the flame of freedom speaks. Elizabeth Clare Prophet, noted author, lecturer, and educator, interviews the special people who provide the missing dimension to the news that affects you. Courageous men and women from all over the world who have taken a stand for truth and justice and become spokesmen for the flame of freedom.